Well, Lords, well, Ladies, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Dead Space 2. Für mich ist es ein bisschen her. Ein bisschen länger. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr, was jetzt Phase ist. Aufgabe. Okay. Monorail. Getriebe überprüfen. Machen wir mal. Ich habe den Transport gefunden, okay. Aber es gibt ein Problem mit dem Ausklickmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn Sie reparieren. Okay, wunderschön. Wow, shit. Nee, auf jeden Fall ist jetzt die Sache, warum das ein bisschen kompliziert war. Zunächst einmal, ich habe den Kamerawinkel ein bisschen geändert, während ich hier bei meinen Eltern bin. Für die, die Bescheid wissen, warum ich hier bin, die anderen nicht so wichtig. Ich musste auf jeden Fall für ein paar Tage zu meinen Eltern. Da bin ich jetzt. Ah, lol, ich bin schon. Lol. Ach so, gut. Wie gesagt, ist ein bisschen. Das sieht gesund aus. Auf jeden Fall. Gab es hier ein bisschen Ärger, und zwar, als ich jetzt das Spiel wieder starten wollte. Wow, what the fuck? Als ich das Spiel wieder starten wollte, um endlich weiterzuspielen, um das Let's Play voranzutreiben und so weiter. Okay, nicht so cool. Warum greift mich ein Kopf an? Wenn das Let's Play endlich vorwärts zu treiben und so weiter. Hat das Spiel mal wieder seinen Aktivierungscode verlangt? Ja. Hat seinen seinen Aktivierungscode mal wieder verlangt. Den ich natürlich habe. Ich habe ja die CD. So, Problem ist, er hat ihn wieder nicht angenommen. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum er das wieder verlangt hat. Also, es ist für mich einfach unerklärlich, wie das passieren kann. Dass ohne jegliche Updates, ohne dass ich es gelöscht habe, ohne dass irgendetwas geändert wurde, wieder der scheiß Code verlangt werden. Oh Gott. Dieser russische Anzug. Mein Gewissen. Fotze. Ja. Ups. Und was zur Hölle? Zieh bitte den Helm wieder an, Mann. Und ich warte ganz kurz, bevor ich das jetzt mache. Kleiner Augenblick. Und zwar musste ich die Scheiße dann wieder zum Kundenservice. Das hat das letzte Mal, als ich das Spiel halt wieder installiert habe, hat das 5 Minuten gedauert, dann war alles geklärt. Hey, Sie haben es geschafft. Die Haare bewegen sich nicht natürlich. Isaac. Wir müssen hier raus. Okay, dann los. Ja. Diesmal hat es zweimal. Zwei Anschriften hat es gebraucht. Beim ersten Mal sollte ich nach Salzgitter fahren, die CD-Hülle holen, die fotografieren, oh mein Gott, den Code fotografieren, noch etwas fotografieren und noch etwas. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Na, nicht ganz. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss geschehen. Ah, dieses Etwas werden wir gleich töten müssen. Ja, es hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Der zweite wollte dann eigentlich
Ich habe schon gemerkt, er wollte wieder aufs selbe hinaus. Die haben beide nicht kapiert, dass ich das hier nicht über Origin habe. Ich habe die CD und ich benutze es nicht über Origin. Ich habe hier halt die Fresse Handy. Ich muss es leider auf laut haben, da ich einen Anruf erwarte. Ich benutze Origin hierfür nicht. Ich bin hier nicht online angemeldet. Ich habe die CD, ich habe sie installiert, ich habe den Code eingegeben, fertig. Und ich möchte, oh mein Gott, ich möchte es auch einfach nicht über motherfucking Origin haben. Es stört mich, dieser ständige Online-Zwang, dieses ständige, ja, du musst diese Cloud haben und jene Cloud und am besten die anderen 15 auch noch, damit du das aktivieren kannst. Das macht ja deinen Account sicherer und bringt das gar nicht dazu, dass wir besser kontrollieren können, ob du das Spiel jetzt besitzt oder nicht. Dazu ist es nicht gedacht. Ellie hat es bisher geschafft. Ich höre sie auch. Okay, sie sind vor mir. Das war gut. Aua. Caleb, halt bitte mal die Schnauze für einen Moment, okay? Können wir gerne weiterreden. So. Wow. Das war scheiße schlecht. Ja. Ein zweiter Mitarbeiter hat das erstmal auch nicht kapiert. Bis ich ihm dann tatsächlich ein Video davon geschickt habe, dass ich das Spiel habe und schon spiele. Und nochmal ganz ausführlich beschrieben habe, was mein eigentliches Problem ist. Dann hat er kurz seinen Vorgesetzten gefragt. Der hat ihm erklärt, er hat ihm anscheinend erklärt, wie das geht. Hat mir die Scheiße wieder freigeschaltet. Dann war die Sache auch geklärt. Das geht so schön schnell, wenn man es nur mal richtig macht. Ich habe mich sogar schon im Video aufgeregt darüber. Schrecklich. Aber ich werde das wahrscheinlich nicht raushauen, das Video. Jetzt hat sich ja geklärt. Ich hatte echt schon die Befürchtung, dass ich den halben freien Tag, den ich hier... Also ich habe einen freien Tag gerade heute. Ich hatte echt schon befürchtet, dass ich jetzt meinen freien Tag darauf verschwenden muss, nach Salzgitter zu fahren und wieder zurück. Nur für das, was ich eigentlich machen möchte. Aufnehmen. Das wäre halt scheiße gewesen. LOL! Stirb doch mal, Fotze. Die Viecher sind nervig. Ich sollte das Ding echt mal gegen die ausprobieren, ja. Halt die Fresse. Bist du tot? Nein, jetzt aber. Oh, was sehe ich denn da? Alter Schwede. Momentan echt viel weniger mit Horror zu tun als mit Action. Schema für Sucherprojektile. Okay, das klingt interessant. Gehen wir mal weiter. Okay, jetzt aber genug aufgeregt über den Kundensupport von EA. Machen wir das Spiel weiter. Denn das ist ja auch ganz interessant, ne? Da ist ein Shop. Der ist tot. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen.
Diese Waffe ist unglaublich effektiv. Merke ich gerade. Warum merke ich das jetzt erst? Ich hätte das so viel früher merken können. Nein. Ich will immer dahin gucken, denn da stand bisher immer die Kamera. Jetzt ist sie da oben auf dem linken Bildschirm. So. Zeig mal. Ja, weg. 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 Ich hätte jetzt gern ein paar mehr davon. Sucherprojektile. Habe ich was? Suchergewehr? Ja, habe ich. Aufklärungsgewehr, Präzisionszoom. Mhm. Hohe Reichweite. Ja, das habe ich ja so oft. Dass die Reichweite so hoch ist. Absolut. Das siehst du, ich wollte gucken. Ich habe hier ja einen Clip davon. Mehr davon, bitte. Ja, ich hab's verstanden, du bist neu. Danke. Mal gucken, ob es noch einen Aufzug gibt. Anzug. Gibt, denn der hier gefällt mir nicht. Der ist nicht schön. Ich kann noch 3 Stück kaufen. 4 Stück, Entschuldigung. Ich kann nicht zählen. 1, 2. Das sind immer 6er Stacks. Scheißegal. Warum sind das 6er Stacks? Was für behinderte Stacks sind das denn, wenn maximal 25? Weil, wer hat das denn gemacht? Und mein linkes Auge tränt, deshalb habe ich es gerade gerieben. Sorry. Die Folge hat jetzt gerade großes Potenzial, ein bisschen Überlänge zu kriegen. Wir sind schon bei knapp 11 Minuten. Oder 10 Minuten, keine Ahnung, Mann. Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll ich noch weiter zählen? Ja, und jetzt? Oh mein Gott, das wird sowas von nicht gut gehen für dich, ne? Hallo? Danke. Bam, Junge! Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf sie. Und ich sehe sie. Wir treffen uns. Du siehst sie? Ach da. Das ist eine Arena. Das gefällt mir nicht. Halt die Schnauze. Easy. Motherfucking easy. Danke. Ach, halt die Schnauze. Badass. Komm her. Gib mir das. Oh. Entschuldige bitte. Keine Zeit. Ups. Ich sollte nicht direkt daneben stehen, wenn das passiert. Aber du darfst da ruhig stehen bleiben. Natürlich tut es ein bisschen nichts. Tschüss! Wo hoch? Wo hoch? Wo ist da hoch? Ach, da ist hoch. Schnell weg, schnell weg. Boah, Alter, meine Augen. Gut, dass es nicht mitten in der Nacht ist. Ich hatte eigentlich gestern Abend vor... Als ich alles erledigt hatte, so gegen
23 Uhr dann einfach anzufangen mit der Aufnahme, aber... Ja. Wie, du weißt nicht wie. Ja, geil. Stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie. Bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Ach, die Schnitze. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort. Scheiße. Ja. Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los. Warum? Tozis, schnell. Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Warten Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Der Junge ist lebensmüde. Also, sorry, aber der ist lebensmüde. Der hatte ich das nicht letztens sogar gesagt? Der war in so einer Crew, weißt du, wo er beweisen musste, dass er cool ist, indem er einfach einen Körper auf den Boden macht. Alter. Schätzt du dein Leben? Auch nur im geringsten? Bist du jemals glücklich am Leben zu sein, du Motherfucker? Idiot, ey. Sein Kopf ist voll mit dämlichen Ideen. Das kann ich bestätigen. Oh, eine Leiter. Davon habe ich in nächster Zeit genug. Oh, Lupo! Was soll Lupo sein? Ah, ja, das ist Luftpolsterfolie. Ich nehme dich doch mal mit. Falls die großen Motherfucker dann. Cool, ich habe gerade den Boden mit einem Besen penetriert. Sehr sicherer Aufzug. Sehr, sehr sicher. Mein Gott. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Hä? Als ich das letzte Mal hier war... Da oben müsste doch was sein. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Das war doch da oben, oder nicht? Nicht hier. Ja, als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht ganz so gut. Das ist dezent untertrieben. Sieht so anders aus. Ich behalte jetzt diese Waffe, die ist übel OP, merke ich. Hab ich gemerkt, entschuldigt. Duct Tape! Ich kann das Duct Tape nicht nehmen. Aber die Lichtstrahlen. Speichern und beenden, würde ich sagen, ne? So, Leute. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.